Na komm schon. Treten Sie ein, Lara. Ich habe Sie erwartet. Sie ein, Lara. Ich habe Sie erwartet. Kommen Sie, mein Kind. Fürchten Sie sich nicht vor Ihrem alten Kollegen. Ich benötige dringend die Rüstung, die Sie besitzen. Und was kriege ich dafür? Ich garantiere Ihnen Stärke, während alle anderen um Sie herum fallen. Sie erhalten die ultimative Macht, nämlich Überleben und Tod derer, die an Ihrer Seite kämpfen sollen. Und im Gegenzug werden Sie Ihnen zu Füßen liegen und Sie vergöttern. Danke, aber davon habe ich schon mehr als genug. Und nebenbei, gib einem Schakal die Hand und der beißt gleich in den ganzen Arm. Kläfft wie ein Irrer. Ich habe keine Ahnung, warum der Sound versetzt war. Also sie hat gesprochen, die Lippen bewegt und irgendwie kam der Sphinx-Komplex. Oh Gott. Und er, der Sound kam irgendwie später an! Egal. Wir sind... Ja. Ich fand diese Szene gerade irgendwie cool. Bam, 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 jump, 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 bam. Immer leckt der Sound nicht. Also irgendwie leckt ja das Spiel immer, wenn der Sound nachladen muss. Das ist... Da weiß man, dass ein Gegner kommt. Aber ich glaube, es kommt nicht immer ein Sound, wenn der Gegner kommt. Do not enter. Nein, do not enter. Ah ja, okay. Betreten verboten auf Deutsch. Ah, was liegt hier? Ein Schlüssel. Okay, der heißt... Achso, das sehen wir ja sowieso gleich. Ich bin mal wieder so toll. Nein, bin ich nicht. Ich bin Silberschlüssel. Ja, das war sehr kreativ gerade. Ich weiß nicht, wie lang das Level ist, aber ich bin froh, dass diese Straßenlevel geendet haben. Ihr wisst nicht, wie ich sie... Oh, hi. Ihr wisst nicht, wie ich sie gehasst habe, diese... Prima. Ihr wisst nicht, wie ich sie gehasst habe, diese ganze... Madubu-Schlucht, wollte ich sagen. Ja, es ist auch Madubu-Schlucht. Oh Gott. Ich meine, der Straßenbazar, die Tunnel-Moschee, die Gräben und die Zitadelle. Ich mag solche Level einfach nicht. Tomb Raider, das haben sie auch bei Tomb Raider 4 gesagt. Tomb Raider 3 wurde dahin kritisiert, dass es zu modern geworden sei. Was ich auch ziemlich finde, vor allem... Oh, genau vor der Haustür. Was ich eigentlich auch ziemlich finde. Und daher haben die Tomb Raider 4 wieder so gestaltet, dass es zurück in die Gräben geht. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Level, die Gräben. Nein. Und dachten, damit würden sie wieder ein Erfolgshit landen. Erfolgsschlager, wollte ich gerade sagen. Oh oh. Ah ja. Hey! Okay, das hat jetzt gebracht. Schwertzück und dann tot. Okay, da unten liegt doch was. Habt ihr das gesehen? Und da ist ein Hebel. Lag da unten? Da hat's gerade... Achso, der Typ ist ja reingefallen. Ich bin... Ja, das ist, Gedächtnis... Ach, das ist doch dämlich. Gedächtnis wie ein Fisch und Blitzmerker-Effekt ist bei mir zu 100% sowieso immer da. Oh Gott. Okay. Bla 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 bla. Ich hab Langeweile. Danke. Ich glaube, das müssen wir sowieso nicht wissen. Aha. Und das hat mir jetzt was gebracht. Außer. Toll. Außer, dass sich das Tor immer noch nicht geöffnet hat. Hier gibt's noch. Nein! 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 Oh, ich bin so dämlich. Ich wollte nach vorne. Okay, das war jetzt mein Fehler. Ich kann Lara nicht dafür verantwortlich machen. Ich wollte nach hinten drücken und habe aus Versehen nach vorne. Aus Versehen. Ich wollte mit Absicht sterben. Ich will das Level natürlich so oft durchspielen wie noch nie. Nein, ich will... Hey! Hey! Okay. Einer von denen hat ein Silber... Wieder mal schön vor die Haustür gelegt. Ich mag das irgendwie.
Die Tür hätte sich auch automatisch öffnen können, also wirklich. Das haben sie aber scheiße gemacht, ey. Okay. Ich hab grad voll Bock. Nee. Okay, los geht's! Wir ziehen in den Krieg! Hoi! Los! Die halten aber nicht viel aus. Ich hab das, irgendwie hab ich das erschreckende Gefühl, dass sie vielleicht... Ach, da gibt's zwei Hebel, alles klar. Dass sie vielleicht doch was feingelassen hatten, aber es gibt ja doch zwei Hebel. Halt. Und dann gibt's einen dritten Hebel und der liegt da ganz unten. Liegt. Ja. Der ist festgeklebt, Mann. Ja, ich weiß, das Tor ist nicht offen. Und damit ich nicht nochmal so einen Fehler mache, werde ich speichern. Oh Gott, wie ich noch speichere. Ah! Ja, tolle Geräusche. Ah! Das ist meine Begeisterung. Ah, es war doch die richtige Seite. Verdammt! Okay, los. Das Tor öffnet sich und dann ist das Level end und wir haben das Spiel beendet. Okay. Los geht's. Wuhu! Ich bin gut drauf! Okay. Jetzt kommt bestimmt wieder... Ich höre was laufen. Ah! 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 Hilfe! Hey, die Roten sind wieder da! Hallo! Hey, hey, oder? Achso, das sind ja die Team, die Kugeln abwehren. Euch habe ich vermisst, aber die Kampftaktik, die habe ich noch im Kopf, mein Lover. Oh, der hat mich gerade irgendwie erschrocken. Los geht's. Und... Prima. Na toll! Oh Gott, ich bin... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, irgendwie macht mir das hier alles Angst. Hilfe! Nein! Prima. Ja, sie schreit immer noch, Mann! Okay, das wollte ich nicht, aber es hat doch geklappt. Okay, wir müssten da hinten hinkommen. Müssten. Es ist eigentlich... Tomb Raider besteht nur aus Theorien, müsst ihr wissen. Ja, danke. Nein, nicht speichern, ansonsten passiert wieder derselbe Scheiß. Ich kann mein... Gewitter. Okay, eine neue Atmosphäre baut sich auf. Ich will... Das ist ja prima. Ich liebe diese Sprungpassagen. No. Würde Lara jetzt sagen. Knallhart no. Ich meine, hallo. Ah. Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch bieten soll. Ich weiß es nicht. Ich meine... Was soll man zu den Leveln noch sagen? Ich bin gerade irgendwie voll konzentriert. Okay, hier scheint man einfacher rüberzukommen. Ich weiß nicht mal, ob man an der anderen Seite rüberkommt. Wahrscheinlich schon. Ich bin nur... Bin ich jetzt am Anfang? Überall steht hier Do Not Enter. Was soll das? Ich bin... Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Ich bin... Hier irgendwie voll fair am Platz. Kann ich ja was machen? Hallo? Die Inschrift lautet: Eines Nachts erschien mir im Traum der Geist der Sphinx. Bevor er wieder verschwand, sprach er zu mir Worte von großer Weisheit. Tutmosis, vernehme dein wahres Schicksal. Du sollst der Herrscher über Ägypten sein, bis in alle Ewigkeit. Schütze du mich dafür, auf immer vor dem Sand der Zeit. Denn wie bei dir, muss auch meine Freiheit vollkommen sein. Auf dass wir beide der göttlichen Schönheit der Schöpfung ansichtig werden. Wow. Das war jetzt gerade krass.
Ja. Ich bin... Okay, Lara, du bist dämlich. Du bist dämlich. Nein. Wieso steckst du deine Shotgun weg? Dein Gewehr. Ja, nochmal so ein Graben. Ja, hallo. Das ganze Level besteht aus Gräben. Das Level heißt aber nicht die Gräben, Mann. Ah, ich speichere nicht. Ich will nicht nochmal die Sequenz sehen. Okay. Ich bin so nett. Ja, die Sequenz war so schön. Ah, bäh, ich will die nicht nochmal sehen. Ach, scheißegal. Los, rüber! Hey! Okay. Ja, da ist ein Tor. Da oben stehen welche. Na, prima. Ich frage mich eigentlich, wie die hier hinkommen. Ich meine, Lara ist so toll. Ja, von hinten. Du wärst doch bestimmt... Hallo! Ach so, das waren nicht diese Multitask-Fähigen, Leute. Komm, komm, komm her! Okay. Jetzt... die kann man doch zerschießen. Okay. Ja. Und was ist das? Was ist das? Was bist denn du? Du bist Holzgriff. No. Benutzen. Nein. Oh oh, Holzgriff. Und da brauchen wir noch eine Schaufel oder was? Ach komm. Ich bin der König der Welt! Hey Lara! Oh Gott. Okay, hören wir auf damit. Boah. Ich wäre fast runtergefallen, aber nur fast. Und fast ist immer noch nein. Also, ich meine, hallo, wir sind Lara Croft, Mann. Da gibt es ein Ja, da gibt es nur ein Nein oder ein Nein. Ach so, wir haben den Ankh wieder. Nicht der Ankh, der Amulett ist groß. Aber es ist im Prinzip doch ein Ankh. Ach komm, wir kommen auch dahin. Halt. Oh, joi, joi, Mädchen. Also Mädchen, jetzt muss ich dich loben, Mädchen. Das war wirklich eine tolle Reaktion für dir. Das muss man mal sagen. Okay. Ey, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Au, jetzt. Jawohl. Gut. Was ist das eigentlich für eine Fläche? Okay, es ist nur so ein Fleck. Das ist nur, Fleck. Mehr nicht. Okay. Ich... Ha! Okay, das war jetzt kein befriedigendes Zeichen. Das, ich dachte nur, ich war da runter. Ist egal. Wir springen einfach. Sprungpassage. Okay. Wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist Tea Time! Okay, Gott. Ich habe Hunger. Nein, ich habe eher Durst. Aber wir haben keine Cola mehr. Was soll ich jetzt tun? Zum nächsten Supermarkt laufen. Das wäre eigentlich die beste Idee. Wenn er nicht 4 Kilometer entfernt wäre und ich noch keinen Führerschein habe. Scheiße! Aber wisst ihr, Lara, ich frag dich, du kannst doch mit deinem Quadbike hier rumdüsen. Oder? Das machst du doch für mich. Ich meine, guck mal, wir sind schon so dicke, wir haben doch schon so viel erlebt. Prima, wie komme ich jetzt wieder zurück? Die Zitadelle braucht sowieso keiner. Okay. Ja! Das war jetzt scheiße. Prima. Entweder sterbe ich oder ich sterbe. Und was tue ich? Prima. Okay, vielleicht... Vielleicht sterbe ich! Hi, das hätte ich nie gedacht. Okay. Wir müssen doch irgendwie... Das war richtig. Ah, ich glaube, da konnte man stehen... Hör auf! Das ist ja schrecklich. Das ist ja eklig. Nee, da kann man doch nicht stehen. Da kann man doch nicht hin. Wie kam ich wieder zurück? Vielleicht muss man auch zuerst da drüben hin, weil man hier nicht zurück kann. Das wäre jetzt fies vom Core Design, wenn man erst... Nein! Das... Wieso passiert mir sowas? Wenn man erst an die andere Seite musste und dann hier hin, weil die genau wussten. Man kommt nicht zurück. Man kann da nicht hin. Es könnte funktionieren. Ich treibe jetzt einfach mal Spekulation. Es könnte, es muss nicht, aber es sah aus. Es sah möglich aus. Oh Gott. Wie oft habe ich jetzt oh Gott gesagt? Oh Gott. Nein, hören wir auf. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Wieso bin ich heute so tollpatschig? Meine Hände zittern schon. Oh Gott.
Okay. Yo. Ach, oh Mann. Ja, mach mal kurz Pause. Bling.